Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ich habe jetzt an diesem Samstag noch eine Stunde für fünf Spiele. Das werde ich nicht schaffen. Ich werde wahrscheinlich zwei oder drei schaffen. Und dann werde ich die restlichen irgendwie mitten in der Nacht, aber wirklich in tiefster Sonntagsnacht wahrscheinlich spielen müssen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt zumindest diesen einen Sieg hinbekomme, damit ich Gold 3 bin. Und dann wäre es theoretischerweise nicht ganz so schlimm, wenn ich die restlichen Spiele nicht mache. Hauptsache Gold 3. Konzentrieren wir uns, versuchen wir diszipliniert gut zu spielen mit einem schlechten Controller, damit wir die Wahrscheinlichkeit auch erhöhen, dass wir das schaffen. Warum dauert das so lang? Ich glaube, ich habe in FIFA 18 noch nie so lange auf den Gegner gewartet. Spielt mit dem BVB-Trikot. Hat aber kein Bundesliga-Team, sondern ein Premier League-Team mit ziemlich krass Glory, Jesus, Martial, 90er De Gea, Second Inform, Mustafi, also ja, 87er Eriksen. Er will auch auf jeden Fall seine Formation umstellen. Macht er nicht? Er hat einen ZM Eriksen. Quatsch, er hat einen ZOM Eriksen auf der ZM-Position gespielt. Das macht irgendwie keinen richtigen Sinn. Der Schuss war nicht so krass. Der Pass war merkwürdig. Aber merkwürdig ist gut, zumindest wenn es vom Gegner ausgeht. Krass gehalten von De Gea, aber gut, ist halt auch ein 90er Torhüter. Hat aber Glück gehabt. Hat er gedacht, da kann Philippe einfach so davon rennen. Habt ihr das gesehen? Aber nicht mit Philippe Andersson. Hat er ganz gut antizipiert, aber zu zeitig. Auch wieder gut gehalten von De Gea. Ja, geht so aus. Aber guter Anfang auf jeden Fall, gefällt mir. Schade. Der Ball natürlich so nicht hin. Oh, verdammt, aber okay, Khedira ist natürlich auch schwieriger trotzdem. Hatten schon viele Halbchancen. Aber halt nur Halbchancen. Schön gemacht.
Mist. Hat der Gegner gut gemacht. Das wieder nicht. Das wir auch nicht. Oh Gott. Abgefälscht. Aber wie gesagt, der Pass von uns war halt genauso schlecht wie der vom Gegner. Das darf halt einfach nicht passieren. Ja, das darf auch nicht passieren. Einfach ein bisschen riskant. Schade, das war auch wieder riskant, aber leider ging es durch. Schön gemacht und andersson. Oh, krass! Und ich scheiße, ich hätte nie gedacht, dass der Pass ankommt. Niemals. Krass, krass, krass. Auf jeden Fall ein locker Pass. Also, so ein Ding darf eigentlich nicht durchgehen, aber ich, ja, in so einem Moment passt man halt trotzdem. Krass, dass der Pass ankommt und dann schießt er sogar nach dem Torhüter an, der geht trotzdem rein. Nein, also es ist verdient, dass wir führen, aber es war schon lucky auf jeden Fall. Aber durch die ganzen Halbchancen ist es halt in der Summe verdient. Auch wenn das Tor jetzt ein Lackertor war. Krass. Schade. Schön gemacht von Anderson. Der macht auch ein hervorragendes Spiel gerade wieder mal. Der Philippe. Warum kriegt denn da nicht mal eine Inform? Fällt mir gerade so ein. Oh, eine Inform von dem. Wie krank wäre das denn, ey? Aber es gibt immer so Spieler, da wünscht man sich so sehr eine Inform und dann kriegt man einfach nie einen in der Saison. Das war letztes Jahr auch schon mit zum Beispiel Volland so. Es kann auch sein, dass irgendwann mal dann die RM-Position dann neu besetzt wird und nicht mehr Anderson da ist, dann brauchen wir auch keine Info mehr, aber. Ja, freu dich ruhig. Ich weiß halt auch nicht, ich kenne mich ja nicht aus in der KSUA, ob der jetzt aktiv spielt zurzeit, ob der verletzt ist, ob der auf der Bank nur sitzt, keine Ahnung. Wir müssen das Ding nach Hause bringen. Wie gesagt, der Sieg ist sehr wichtig. Schade. Ah, da haben wir uns genau richtig hingestellt. Er ist auf jeden Fall jetzt aggressiver, viel aggressiver. Dadurch bieten sich auch Räume. Oh, Mist! Mist, hätte ich vielleicht noch ein bisschen besser spielen können. Da muss ich eigentlich ein Tor machen.
Einmal in die Ecke. Ja. Kann manchmal auch sinnvoll sein, wenn der Innenverteidiger davon ist. Was der nicht macht, krass. War super schön gespielt eigentlich. Schön mal mit dem Innenverteidiger in den Sturm gehen, oder was? Och, dieser dreckige Jesus. Ich meine, das ist ja auch der Glory, das ist nicht der normale. Och, aber langsam nervt er mich echt. Meine Fresse, wieder aus einer Million Kilometer Entfernung in Tor schießen. Ja, es war nicht so weit weg, aber trotzdem. Zum Kotzen. Sind ja klar bessere Spieler und dann gibt es wieder so einen Scheiß, ey. Was ist. Wir mussten einfach mal das 2-0 nachlegen. Wir hätten immer das 2-0 nachlegen müssen. Aber wie gesagt, der De Gea hat halt echt so viele gute Paraden gehabt. Darf man nicht unterschätzen. Schon wieder! Zwei überragende Paraden. Vor allem die zweite war mega krank. Unglaublich. Aber Khedira, der Kapitän, bleibt ruhig. Sehr schön. Ist ja auch verdient. Würde irgendwas umstellen wollen. Kann man auch mal wechseln. Perisic hat noch genügend Ausdauer. Verdammt, jetzt habe ich mir das Tor nochmal angeguckt. Oh, ich Idiot. Oh, da haben wir Glück, hätte auch. Halt! Ach, mein Controller ist ausgefallen. Jetzt ist er wieder da. Haben wir ein Glück. Das wär's gewesen, wenn jetzt da noch ein Gegentor gefressen hätte, weil mein Controller ausfällt. Oh. Dann wollte ich nicht passen. Und dann werden wir mal auf Zeitspiel gehen, wenn wir wieder einen Ball bekommen. Sind jetzt auch in der 80. Schön gemacht, Benatia. Sehr geil. Warum steht denn da keiner? Ich stehe dann nur auf Defensiv. Ich gehe mal auf sehr defensiv jetzt.
nein! Das war ein sehr riskanter Pass. Scheiße! Scheiße! Der Pass war dumm, den hätte ich nicht spielen dürfen. Booster. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war wichtig. Hat er jetzt selber keinen Bock mehr oder denkt er, dass er keine Chance mehr hatte? Sehr schön, wie bin halt hier. Oh, verdient, knapp und wichtig. Jetzt sind wir nämlich Gold 3 und damit ist die Weekend League noch versöhnlich auf jeden Fall durch, auch wenn. Ja, mich ärgert, aber wie gesagt, dieser Controller, Alter, hat mich so aus dem Konzept gebracht. Das kann, denke ich, jeder nachvollziehen. Und von daher bin ich froh, dass wir wenigstens noch Gold 3 geschafft haben. Und vielleicht schaffen wir ja sogar noch Gold 2. Ich meine, wir müssen jetzt aus 4 Spielen 2 gewinnen. Das ist definitiv möglich und wir werden es versuchen. Und wenn nicht, es wird mich ärgern, aber es ist okay. Hauptsache Gold 3, Hauptsache qualifiziert fürs nächste Mal. Oh, nächste Woche ist Weihnachten bei mir. In meiner Zeitlinie fällt mir gerade ein. Da muss ich auch mal schauen. Da werde ich dann wahrscheinlich Sonntag keine Zeit haben zum Spielen. Wo ist denn mein Wasser? Ah, drüben anscheinend. Na toll. Trinken wir eben nichts. Matthew Mzitzi, da Mzitzi ist es mal wieder. Was haben wir hier? Oh, steige Innenverteidigung und in Anführungsstrichen durchschnittlicher Sturm. Also klar, ich meine jetzt, Mbappé und Martial sind krass, aber von der Bewertung her. Tatsächlich Fellaini. Ist ja nicht total schwach bewertet. Das ist leider zu eng geworden. Schade. Schön gemacht mit Kimmich. Auch nicht schlecht. Ruhig ein bisschen Druck reinbringen, damit der Gegner nervös wird. Ich glaube, ich am Anfang immer ganz gut. Aber es geht auch nur, wenn der Gegner das anbietet und zulässt. Lisse, okay. Schade, es war knapp, aber ich denke, es war auch so eine gute Idee, den Pass zu probieren. Ziemlich dicht hier alles, also. Schuss, schade. Würde ich sagen, beste Chance im Spiel. Ich wollte eine Schusstäuschung machen. Immerhin gibt es wenigstens die Ecke. Schade, Tick zu straff.
Interessant. Super knapp, super knapp. Schade. Hätte ich nicht nochmal direkt zurückpassen sollen, der war ein Fehler. Bailey. Das ist echt krass. Schade. Da wollte ich eigentlich auch nicht hinpassen, aber da wir eh den Vorteil hatten, ist egal. Was ist das? Goretzka. Oh, fuck. War eine gute Idee, hat nicht geklappt. Macht es schon wieder. FIFA 13-Style mäßig. Ah, schmelzt das da. Krasser Pass. Ja, ich wollte mich erst drehen und dann schießen. Hat leider nicht funktioniert. Krass von Ginter, richtig krass, wie er sich da gegen Mbappé durchsetzt. War auch wieder ein Foul. Schwer gegen ihn durchzukommen, aber ich denke trotzdem, wir hatten die deutlich besseren Chancen. Von daher, wieso sollte ich jetzt die Formation ändern? Hat eigentlich eine gute Mischung aus Räume zu laufen und auf den Ballführer gehen. Jedenfalls schwierig, ihn zu überraschen. Oder zu Stellungsfehlern zu zwingen.
Ich glaube, Origi hat sich verletzt. Sah zumindest so aus. Ach, schade, Origi. Kommt komplett frei zum Kopfball. Und das war jetzt auch wieder mal total riskant und geht leider nicht schief. Und so ein Pass darf logischerweise auch nicht ankommen. Geil gespielt, geil gespielt. Und wieder Gnabry mit seinem schwachen Fuß. Aber auch das Dribbling vorher war so Sahne von ihm. Oder mit ihm habe ich ja gemacht, aber dass es auch funktioniert hat. Schöner Pass von Origi, genau im richtigen Moment in die Schnittstelle gepasst. Kleiner Verteidigungsfehler beim Gegner und ich habe es geschafft, ihn auszunutzen. Beste Chance im Spiel und genutzt. Einfach nur auf Schießen gedrückt, er macht ihn selber so. Ich denke aber, De Gea zum Beispiel hält ihn bestimmt, den Ball. Da war dicht unhaltbar geschossen. Ich kann mich... Haben wir eigentlich schon mal gegen Gnabry gespielt? Also hatte schon mal jemand in vom Gnabry? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Man sieht aber in letzter Zeit auch sehr selten Bundesliga-Teams, muss man sagen. Das war vorher häufiger der Fall. Oh, ist richtig gut von mir. Das war vorher häufiger der Fall und da hatte man halt immer Werner dann im Sturm. Sollte ein normaler Pass werden, er macht leider einen Laufpass draus. Mal aufpassen, dass wir hier nicht abkacken. Nächste Ecke. Schade. Dieser Stellungsfehler oben von meinem Verteidiger war auch schon wieder grandios. Ich höre auf, ihn zu steuern, er bleibt stehen und rennt in die andere Richtung. So, Fellaini ist natürlich Ultra-Kopfballsteig. Den Fehler mache ich trotzdem zu oft, dass ich dann einfach dumm versuche durchzurennen und nicht mehr stopp. Schön gemacht mit Goretzka. War so nicht geplant. Lagertor, unverdient, egal. Machen wir halt noch eins. Macht er leider richtig gut.
Das ist ja jetzt gerade ein lustiges Hin und Her. Komm jetzt. Oh, fuck! Hier abspielen müssen. Oh, danke Radecki, danke Radecki, danke Radecki. Oh Gott. Was für ein beschissener Lacker. Krass. Und wieder verlieren wir ein Spiel unverdient. Oh, ich kotze, ey. Es passiert viel zu oft. Es passiert einfach viel zu oft. Es muss natürlich wieder dieses scheiß Eckentor geben in der letzten Sekunde. So ein Lacker. Herzlichen Glückwunsch.